Das nächste Element, der nächste Stoff, über den ich reden will, ist DMSO, Dimethylsulfoxid, habe ich da aufgeschrieben. Ich hoffe, man kann es lesen. Dimethylsulfoxid ist ein Naturstoff, ein Auszug aus Baumrinde ursprünglich. Man kann es auch synthetisch herstellen. Es gab vor kurzem auf YouTube einen Vortrag zu DMSO. Den könnt ihr euch googeln und ansehen. War sehr interessant, etwas lange, aber sehr interessant. DMSO wurde vor etwa 170 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht, von einem russischen Chemiker entdeckt. Und man suchte damals ein Lösungsmittel für Farben, ein organisches Lösungsmittel. Dimethylsulfat ist auch ein organisches Lösungsmittel. Wenn man jetzt hört Lösungsmittel, dann denkt man gleich an Terpentin oder so. In Wahrheit ist es auch ähnlich, es löst ähnlich schnell und ähnlich rasch alles Mögliche, hat aber nichts damit zu tun und ist für den Körper nicht gefährlich und auch nicht giftig. Dieses DMSO hat sehr interessante Eigenschaften. Man verwendet es viele Jahrzehnte nur zum Färben und irgendwann einmal kam man drauf, dass die Arbeiter ihre Hände gerne in die DMSO-Lösung steckten. Und auf Nachfrage stellte sich dann heraus, dass sie das deswegen machen, weil es erstens schmerzstillend und zweitens heilen die Verletzungen sehr, sehr schnell. Man hat das untersucht. Es gibt rund 11.000 klinische Dokumentationen darüber, auch auf PubMed. Und gut 40.000 verschiedene Berichte. Nirgendwo gibt es Berichte von Nebenwirkungen. Das heißt, die einzige Nebenwirkung, die DMSO hat, ist der Geruch. Es ist ein schwefelbasierte Substanz und beim Zerfallen macht der Schwefel einiges an Gestank. Das heißt, man riecht ein bisschen nach Schwefel und nach Zwiebel, Knoblauch und so. Das ist die einzige Nebenwirkung, die DMSO hat und es ist ziemlich bitter. Die Wirkungsweise ist wirklich erstaunlich. Schmiert man sich das Knie ein, hat man binnen einer Minute den bitteren Geschmack am Zungengrund. Das ist total interessant, das geht wirklich sehr, sehr schnell. Heute weiß man, dass die DMSO beim Durchdringen durch den Körper nicht nur das Gewebe lockert, sondern auch alle Stoffe mitnimmt, alle Stoffe transportiert. Dadurch ermöglicht es auch dem Körper, Bereiche zu erreichen, die normalerweise nicht oder nur schwer erreichbar sind. Unter anderem die Blut-Hirn-Schranke und die Beinhaut, Knorpel und Gelenke. Darum wird es auch verwendet in der Tiermedizin zum Einreiben von Verstauchungen, von verstauchten Gelenken bei Pferden zum Beispiel. Habe ich kürzlich erst gehört, das heißt, die Tierärzte kennen diese Substanz. Und in unseren östlichen Nachbarländern gehört DMSO auch zur Hausapotheke. Das heißt, das Zeug ist nicht unbekannt, es ist bekannt nur bei uns, kam es in Verruf. Man hat sehr, sehr hohe Dosen DMSO an Tieren ausprobiert und kam dann darauf, dass bei Nagetieren Hornhautveränderungen, das heißt Nagetiere wurden kurzsichtig. Und daraufhin hat man das verboten, hat dann wieder die Behörden gesagt, seht ihr, es ist ja doch giftig, es ist kein Wundermittel, es ist nichts Gutes, sondern giftig und haben es verboten. Nur diese hohen Mengen, die man bei dem Versuch benötigte, um diese Veränderungen hervorzurufen, nimmt kein Mensch ein. Und später kam man dann drauf, dass bei Menschen diese Symptome nicht auftreten und auch bei keinem anderen Lebewesen, sondern eben nur bei Nagetieren. Und wie gesagt, sehr, sehr hohe Konzentrationen. DMSO kumuliert, das heißt, es ist relativ lange im Körper. Wenn man jeden Tag kleine Mengen verabreicht, addiert es sich, ist aber völlig gefahrlos. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Fischer in seinem Vortrag erwähnt, dass man bei Sträflingen verbotenerweise diese Substanz getestet hat und festgestellt hat, dass auch sehr, sehr hohe Dosen keinerlei Veränderungen mit sich brachten. So viel nur zur Giftigkeit oder zur Bedenklichkeit. Man kann es anwenden bei allen Verletzungen, bei Brandwunden, auch bei Verletzungen dritten Grades, auch bei offenen Wunden. In Japan ist es zum Beispiel bei Zahnextraktionen zugelassen. Dort wird es offiziell verwendet dafür. Das heißt, nach der Zahnextraktion wird das Kiefer eingepinselt, es stillt ziemlich rasch die Blutung und es gibt keine Schmerzen. Es wirkt schmerzstillend, abschwellend,
Das sind beides ideale Eigenschaften für die Zahnextraktion. Und beim Durchdringen durch das Gewebe nimmt es eben alle Stoffe mit. In der alternativen Krebsszene wird Temesol sehr, sehr gerne verwendet, weil es die Bluthirnschranke überwindet und weil es hilft, Stoffe, die man, Naturstoffe, die man verabreicht, überall hin gelangen zu lassen. Das heißt, das Temesol ist ein ziemlich verbreitetes Ding und auch bekannt in der alternativen Szene. Als Naturstoff ist es natürlich nicht besonders beliebt, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es eine zugelassene Salbe mit 15% DMSO, also mit relativ wenig. Im Handel ist es mit 99,8%, also ziemlich rein. Es gehört, um für die Haut verträglich zu sein, auf 50% mit destilliertem Wasser verdünnt, das heißt 1:1. Und dann hat man 50%ige Verdünnung, das hält die Haut aus. Das ist ein hochkonzentriertes. Wenn man das auf die Haut tropft, es ist sehr, sehr dünnflüssig, das heißt etwa 25 Tropfen sind ein Kubikzentimeter. Wenn es zu tropfen beginnt, rinnt es bereits sehr schnell, wie man sieht. Es hat eine leicht ölige Konsistenz und wird auf der Haut sofort warm, das heißt konzentriert wird es warm, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, es wärmt sehr angenehm. Das ist wirklich sehr, sehr gut, weil die Haut hat nachher eine sehr weiche und geschmeidige Konsistenz, kann ja jeder ausprobieren. Also verwendet wird es überall dort, wo es Entzündungen gibt, wo es versteckte Eiterherde oder dergleichen gibt, da hilft dem so, dem Körper zuzugehen. Und gemeinsam, darum erwähne ich es, gemeinsam mit dem Bohr, das heißt mit Borax gemeinsam, ist es ein sehr, sehr wirkungsvolles Mittel, um gegen Gelenksbeschwerden genommen zu werden, also ich nehme das, über meine Erfahrungen darf ich ja berichten. Bei Gelenksbeschwerden, auch Arthrose veränderte Gelenke, auch wenn sie geschwollen sind, hilft mir Borax mit DMSO hervorragend. Also die beiden Stoffe ergänzen sich sehr gut. Auch Chlordioxid lässt sich mit DMSO ein wenig unterstützen und alles in allem ist es ein sehr, sehr gutes und in der alternativen, auch in der Krebsbehandlung, sehr häufig verwendetes Element.